Herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung zum Studiengang Pädagogik der Kindheit und Jugend. Mein Name ist Sabina Schutter, ich bin Studiengangsleitung und Professorin für Pädagogik. Mein Name ist Julian Löhr, ich bin Professor für Sozialmanagement hier im Studiengang und decke den Leitungsschwerpunkt ab. Mein Name ist Angelika Tönsow und ich bin die Studiengangskoordinatorin. Ja, mit dem Bachelorstudiengang der Pädagogik der Kindheit und Jugend absolvieren Sie ein duales Studium. Das bedeutet aber auch, dass Sie 3 Abschlüsse erwerben. Sie haben zum einen die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum staatlich anerkannten Erzieher. Sie schließen mit dem Bachelorabschluss Ihren ersten wissenschaftlich qualifizierenden Abschluss ab. Das heißt, Sie können im Anschluss auch zum Beispiel ein Masterstudium aufnehmen. Und drittens erhalten Sie den Abschluss zur staatlich anerkannten Kindheitspädagogin bzw. zum staatlich anerkannten Kindheitspädagogen. Das gilt allerdings vorbehaltlich der Erteilung des Einvernehmens durch das Bayerische Sozialministerium. Mit dem dualen Bachelorstudium verbinden Sie zum einen Ihre Ausbildungsanteile an einer Fachakademie für Sozialpädagogik und zum anderen das Bachelorstudium bei uns. Das bedeutet, dass Sie in den ersten 4 Semestern an beiden Standorten studieren und die Voraussetzungen für beide Abschlüsse erhalten. Das duale Studium gilt aber auch für Personen, die bereits eine Erzieherausbildung absolviert haben. Denn diese Personen können ihre Berufstätigkeit mit einem Studium bei uns vereinbaren, weil ein Teil der Ausbildung bereits anerkannt wird. Inhaltlich haben wir im Grunde 2 Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist ein Leitungsschwerpunkt, das heißt, wir haben relativ viele Anteile im Bereich Management, im Bereich Betriebswirtschaftslehre, um sie zu befähigen, auch Kindertageseinrichtungen zu leiten. Der andere Schwerpunkt ist ein Schwerpunkt im Bereich naturwissenschaftliche Frühförderung. Das heißt, wir befähigen Sie, mit Kindern als kleinen Forschern auf naturwissenschaftliche Entdeckungsreise zu gehen. Aktuell kooperieren wir mit 4 Fachakademien für Sozialpädagogik. Das sind zum einen die beiden Diakonie-Fachakademien in Mühldorf und in Traunstein und zum anderen die Fachakademie für Sozialpädagogik in Rosenheim und die Fachakademie für Sozialpädagogik in Miesbach. An diesen 4 Orten können Sie einen Ausbildungsplatz erhalten und wenn Sie dort einen Ausbildungsplatz haben, können Sie bei uns das duale Studium anfangen. Mit dem Abschluss zur staatlich anerkannten Kindheitspädagogin bzw. zum staatlich anerkannten Kindheitspädagogen können Sie in ganz verschiedenen beruflichen Bereichen tätig sein. Sie können insbesondere in der Leitung von erzieherischen Einrichtungen tätig sein, von pädagogischen Einrichtungen, von Kinderkrippen, Kindergärten und Horten. Sie können als Fachberatung in Kindertageseinrichtungen arbeiten. Das ist ein Bereich, der ausgebaut wird, wo es in zunehmend verschiedenen Inhalten Beratungsbedarf gibt. Sie haben die Möglichkeit, wissenschaftlich fundiert pädagogische Entscheidungsprozesse anzuleiten und auch pädagogische Entscheidungen zu treffen. Sie können im Bereich der Fachaufsicht bei Kindertageseinrichtungen und Behörden arbeiten. Sie haben aber auch die Möglichkeit, als Projektleitung für naturwissenschaftliche Projekte zu arbeiten. Sie können schon während Ihrem Studium im Schnitt 25 Wochenstunden erwerbstätig sein, wenn Sie bereits eine Erzieherinnenausbildung haben. Ja, das duale Studium ist in 2 Richtungen möglich. Einmal Verknüpfung von Erzieherinnenausbildung und Studium und einmal die Verknüpfung vom Studium mit einer Berufstätigkeit. Je nachdem, ob Sie schon eine Erzieherausbildung mitbringen, ist die eine oder andere Möglichkeit eine Option für Sie. Sie können das sehr gut erkennen, wie das funktioniert, wenn Sie sich die Studiengangsinhalte anschauen. Denn die Studiengangsinhalte sind ja auch nach Farben sortiert. Alles, was dunkelblau und mittelblau ist, das müssen Sie noch absolvieren, wenn Sie schon eine Ausbildung mitbringen. Alles, was hellblau ist, wird Ihnen anerkannt. Das heißt, nehmen wir an, Sie bringen schon die Ausbildung mit, müssen Sie im ersten Semester, die Grafik ist von oben nach unten, 1. bis 7. Semester aufgebaut, müssen Sie im ersten Semester nur 2 Module machen. Und zwar einmal wissenschaftliches Arbeiten und einmal BWL-Grundlagen. Im 2. Semester müssen Sie auch nur 2 Module machen. Im 3. Semester ebenfalls, im 4. Semester wären es dann 3 Module und nach hinten raus im 6. und 7. Semester wäre es dann Vollzeit.
Die Frau Professorin Schutter sagte vorher schon, dass Sie im Schnitt 25 Stunden die Woche weiterhin berufstätig sein können. Im Schnitt deshalb, weil je nachdem, wie weit Sie im Studium sind, kann man halt eben mehr oder weniger noch neben dem Studium arbeiten, weil die Modulbelastung nach hinten raus halt höher wird. Das heißt, wenn Sie berufstätig sind und mit dem Studium anfangen, dann können Sie eher 25 bis 30 Stunden arbeiten. Und wenn Sie im sechsten und siebten Semester sind, dann eher zwischen 20 und 25 Stunden. Wenn Sie jetzt die Erzieherausbildung noch nicht haben und anfangen, indem Sie das Studium dual betreiben mit Erzieherausbildung und Studium, dann bedeutet das, dass Sie trotzdem bei uns im ersten Semester nur wissenschaftliches Arbeiten und BWL-Grundlagen haben und die anderen Module dann halt eben bei unseren Kooperationspartnern bei den Fachakademien absolvieren. Ja, hier ist auch eine Folie, die die unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten verdeutlicht. Je nachdem, welche Vorerfahrungen Sie mitbringen, welche Vorausbildung Sie mitbringen, kann das sehr unterschiedlich aussehen. Deshalb haben wir an dieser Stelle ein Video für Sie zusammengestellt. Hier sehen Sie das Video mit dem entsprechenden Link darunter. Und wir würden Ihnen empfehlen, schauen Sie sich das Video an. Dort sind unterschiedliche Charaktere und Zugangsmöglichkeiten beschrieben. Und wenn Sie danach noch Fragen haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie an dieser Stelle gerne individuell. Auf unserer Homepage können Sie auch andere Videos und Informationen sehen, zum Beispiel auch dieses Video hier, wenn Sie sich es nochmal anschauen wollen. Die Eckpunkte auf einen Blick, Pädagogik der Kindheit und Jugend, so heißt der Studiengang, den wir hier anbieten. Die Studiendauer beläuft sich auf 7 Semester. Wenn Sie schon eine Ausbildung vorher mitbringen, dann ist es durchaus auch denkbar, dass Sie einzelne Module vorziehen, sodass sich insgesamt die Studiendauer verkürzt. ECTS-Punkte sind es an dieser Stelle 210. Die Kosten betragen 62 Euro pro Semester. Die Bewerbung, also Sie können immer nur sich zum Wintersemester bewerben, weil wir nur zum Wintersemester aufnehmen. Der Bewerbungszeitraum ist an dieser Stelle vom 1. Mai bis zum 15. Juli. Was die Zulassungsbeschränkungen angeht, so wird jede Person zugelassen, die die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. Und bei vorhandener Erzieherausbildung wird die Hälfte auf das Studium angerechnet. Ja, Bewerbung bis 15. Juli und zwar an das Studienamt. Hier sehen Sie auch einen Link, wo Sie direkt zum Bewerberportal kommen. Wenn Sie noch weitere Bewerberinfos brauchen, dann sehen Sie hier einen Link, wo Sie weitere Informationen abrufen können. Wir haben auch eine Bewerber-Hotline. Sie können sich auch an die zentrale Studienberatung wenden, Ferdinand Bär. Wenn Sie zum Beispiel noch Beratungsgespräche brauchen oder sich nochmal individuell informieren möchten, können Sie das auch da machen. Ja, als Ansprechpartnerin im Studiengang selber haben wir auch die Frau Tönshoff, die Ihnen ganz konkrete und individuelle Informationen geben kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich persönlich kontaktieren würden, bei Fragen, bei Wünschen, wo immer mir Ihnen weiterhelfen kann. Wir freuen uns auf Sie in unserem Studiengang.